Guten Tag, liebe Zuschauer. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint. Es ist herrlich draußen. Und ich sitze hier und nehme Let's Plays auf. So wünschen wir uns die Welt doch. Ja. Also, im letzten Video habe ich ja mir überlegt, dass, da ich den Bogen bekommen habe, ich vielleicht zu dem Deku muss, der mir Pfeile verkaufen wollte und dass der mich dann vielleicht durchlässt. Ich glaube, auf sowas kann man nur mit meiner Intelligenz kommen, denn es war falsch. Also ich glaube, es ist nicht mal ein Durchgang hinter diesem Deku gewesen, das sah nur so aus irgendwie und ich habe das so interpretiert. Naja, jedenfalls habe ich es ausprobiert, aber ich dachte, das muss ich euch nicht nochmal zeigen. Ich habe eine andere Theorie, was ich machen muss, um weiterzukommen, was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe. Ich bin selber gespannt, ob es funktioniert, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich. Ich hoffe, es klappt, sonst wüsste ich nicht, was ich den Rest des Videos machen sollte. Aber erstmal, warum bin ich hier? Weil mir wieder einmal ein Tipp gegeben wurde, dass ich jetzt mit den Pegasus-Stiefeln hier eine neue Schwerttechnik vom Meister Magnus, glaube ich, so hieß der, lernen kann. Na du, diese Stiefel, und du bist noch geschickter geworden. Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren. Warum schreie ich eigentlich so, wenn ich ihn spreche? Bist du willens, bei mir zu trainieren? Yes, Sir! Okay, so sei es. Ich werde dich die Technik des Ausfalls lehren. Ja, jetzt spricht er ganz leise. Ziehe die Pegasus-Stiefel an. Rüste dich mit dem Schwert aus. Lauf los. Halte den Knopf für die Pegasus-Stiefel gedrückt. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? So halbwegs. Ich vermute, es verstanden zu haben. Also, wenn ich das Schwert und die Pegasus-Stiefel auf einmal ausgerüstet habe, dann kann ich mit dem Schwert rennen, richtig? Oder wie? Sehr gut. Du bist ein aufgewecktes Kind. Ja, das hoffe ich doch. Es ist egal, auf welche Knöpfe du das Schwert und die Pegasus-Stiefel legst. Doch Schwerttechniken muss man dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, die Marionettentechnik von Meister Magnus. Ja, das bekommt langsam einen Bart, weißt du? Okay, steuer mich. Ja, dachte ich mir. Okay, ich glaube, das habe ich auch irgendwo in einem Video schon gesehen. Ja, rüste dich mit den Pegasus-Stiefeln und dem Schwert aus und lauf drauf los. Aber ich glaube, das Video, was ich dann gesehen habe, das war von A Link to the Past. Wahrscheinlich klappt das da auch. Ich probiere es gleich mal aus. So, genau. Mal gucken. Hä? So, ganz klappt das noch nicht. Moment. Hä? Moment, irgendwie kapiere ich das noch nicht ganz. Moment, warum klappt das nicht? Hä? Moment, nochmal. Ich bekomme ja immer diese Schriftrollen, das ist eigentlich ganz praktisch. Was? Oh, Moment. Ich glaube, ich bin zu früh rausgegangen. Ich glaube, ich hätte da was machen müssen. Moment. Ja. Dumm. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ein Glück, dass man da nichts bezahlen muss für den Schwertmeister, sonst müsste ich unter Umständen wahrscheinlich nochmal bezahlen, aber ist ja zum Glück nicht so. Gut. Nochmal. Ja, ja, okay, verdammt. Oh Mann, jetzt muss ich mir alles nochmal anhören. Ja, 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 ja. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Hast du mir alles schon mal gesagt? Ich war nur so dumm. 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 Ach, Mann. Okay. Ja, so muss das nämlich aussehen. Okay. Ja, so geht's nämlich. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Okay, auch wenn ich's schon mit seiner Marionettentechnik gemacht habe, dann kann ich's nicht außerhalb seines Ladens machen, außer ich habe die Schriftrolle. Ist klar. Ja, okay. Ausfall heißt es. Attackiere mit der Schnelligkeit des Windes. Oder so. Hab nicht genau gelesen. Okay. Ich glaube, dann nutze ich jetzt auch die Pegasus-Stiefel, um schneller voranzukommen. Ja, jetzt geht's. So. Wow, ich kann ja so unendlich rennen. Cool. Oh, und ich kann Schilder damit kaputt machen. Das ist auch lustig. Okay. So.
Genau, ich habe nämlich eine Idee, was ich machen soll. Und zwar waren hier ja diese Statuen mit den Augen. Und es ist ein immer wiederkehrendes Zelda-Rätsel, dass wenn irgendwo ein verdächtiges Auge ist, und vor allem weil Ezelo mich darauf hingewiesen hat, dass man da irgendwie reinschießen muss. Und nee, hier bin ich falsch. Ich dachte, da komme ich zu so einer Statue, aber war falsch. Okay, dann muss ich woanders lang. Ja, wieder raus hier. So, warum ist hier eigentlich so ein Ding? Naja. Wo will ich... Ne, hier komme ich zurück. Da geht's auch nicht weiter, aber ich finde es gleich wieder. So ein Labyrinth ist das jetzt hier auch nicht, dass ich hier mich nicht mehr zurechtfinden würde. So. Dann hier. Und dann hier erstmal. Nein. Erstmal woanders. Erstmal hier runter, denn hier war irgendwo auch so eine Statue. Ich weiß noch nicht mehr wo, aber irgendwo war hier so eine. Moment. Genau hier. So, probieren wir es mal aus. Bogen. Ha! Sag ich doch. Was zum? Hallo? Bleib cool, ja? Wie kann ich den besiegen? Muss ich das überhaupt, oder? Aha, so. Hey, hau nicht ab, Feigling. Autsch. Jetzt zieht aber ganz schön was ab. Eigentlich muss ich die, glaube ich, gar nicht besiegen. Aber ich mach's einfach, weil ich besieg gern Sachen. Vor allem, wenn sie Augen haben. Das war jetzt eine total sinnvolle Aussage, merkt ihr? Ein Glücksfragment. Sehr schön. Ja. Gibt's hier auch noch Herzen oder so? Danach suche ich nämlich gerade. Anscheinend nicht. Okay. Dann, was bringt mir dieser Wirbelsturm? Aha. Wahrscheinlich das. Gut geschafft. Das war knapp. Ich glaube, das war gerade so gemacht, dass man es schaffen kann. Gut, dann, ja. Wo jetzt? Jetzt bin ich in einem ganz neuen Gebiet. Also, naja, Teilgebiet zumindest. Ich bin Link der Schlangentöter. Warum ist hier so eine komische Tafel? Guck ich mir gleich mal. Aber vorher zerstöre ich hier alles. Was ist das überhaupt, was ich hier gerade zerstöre? Naja. Was? Achso, ich habe ein Dings aus Versehen daran. Hey, ich piekste die Tafel. Okay, das bringt nichts. Ich versuch's mal mit Bomben. Wenn das nichts bringt, dann versuche ich's mit dem Stab. Okay. Geht aber auch nicht. Okay. Dann, ja, dann lasse ich das erstmal sein. Weil Ezelo hat auch nichts dazu gesagt, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Ah, hier ist wieder sowas. Ja, ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich habe inzwischen eine Vermutung, aber ehe ich was wieder was Bescheuertes sage, was sowieso nicht stimmt, sage ich es lieber nicht. So, ich glaube, die lasse ich diesmal in Ruhe. Oder noch besser, ich besiege sie von hier oben. So. Wow, 5 Pfeile. Ja, das wusste ich auch so, wirklich. So. Gut. Ah, Moment. Wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch den Goronen hier reinschieben. Manu, ich sag immer noch Goronen. Dabei weiß ich doch, dass es keine Goronen sind. Ich nenne die Goronensteine. So. Dann, was haben wir hier? Noch ein Wirbelsturm-Dings. Mal gucken. Ich steuere mal lieber da lang, weil ich weiß, dass da... Oh, hey. Okay. Was sage ich für Sachen hier? Okay und okay. Naja. Das war jedenfalls knapp, wollte ich damit ausdrücken. So, was ist hier? Herz.
Und Glücksfragment, ein goldenes mal wieder. Warum ist hier so eine Bodenplatte? Bringt die was? Ich glaube nicht. Okay, dann, ich würde sagen, ich mache jetzt eine ganz kurze Pause und gucke mich noch ein bisschen... Ja, ich gucke mich noch ein bisschen hier um in der Gegend, wo noch ein bisschen, wo noch weitere Dings, na, Statuen und Augen halt sind. Und dann lade ich das Spiel dann wieder und dann werde ich wissen, wo ich als nächstes lang gehe. Hoffe ich zumindest. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.